Also, ich bin Nicole Borheyer aus Worms. Ich hab eine Praxis für alternative Heilweisen im Schloss Herrnsheim und ich bin Barfußtrainerin, soweit ich weiß, die erste in Deutschland. Und ich will euch heute Abend erzählen, warum Barfußlaufen cool ist und warum es klasse ist und auch, warum man damit gegen Burnout vorarbeiten kann. Meine Praxis ist in diesem kleinen Schloss in Herrnsheim, Worms Herrnsheim. Hier, das ist meine Praxis, die alten Wirtschaftsräume. Und drumherum ist ein sehr großer alter englischer Landschaftspark und in dem Park halte ich überwiegend meine Kurse ab. Ich mache die auch vor Ort für Firmen und Ähnliches, aber hauptsächlich finden die Kurse in diesem Park statt. Warum ist Barfußlaufen wichtig? Es hat drei ganz wichtige Gründe. Gesundheit in erster Linie, das als angehende Heilpraktikerin ist das für mich wichtig. Ganzheitlichkeit. Und natürlich soll es auch Spaß machen. Also ich hab in meinen Kursen auch einen sehr hohen Spaßfaktor und alle drei Gründe sind auch wichtig, wenn man Burnout vorbeugen will oder schon im Burnout drin steckt. Gesundheit, da fällt natürlich runter, erstmal Herz und Kreislauf werden gestärkt, Blutdruck wird gesenkt. Ihr könnt euer Immunsystem damit stärken. Wer viel barfuß läuft, ist kaum noch erkältet. Und die Fußmuskulatur baut sich wieder auf, die wird durch unsere Füße, durch unsere Schuhe ja völlig entwöhnt und muss kaum noch arbeiten. Es richtet die Wirbelsäule auf, das heißt also auch Leute, die viel am Computer sitzen oder die Wirbelsäulen-Schiefhaltungen haben. Da kommt dann das Becken dazu, aus dem Becken kommt ja auch ganz viel Kreuzschmerzen. Und durch die Entspannung der Rücken- und Nackenmuskeln vermindern sich auch chronische Kopfschmerzen zum Beispiel. Der ganzheitliche Aspekt ist, man steht wieder zu sich, man steht mal wieder richtig mit beiden Füßen auf der Erde. Man kriegt ein ganz neues Gefühl der Verwurzelung und man kann den Stress, den man hat, über die Fußsohle in die Erde ablassen. Und man kann aus der Erde sehr viel Kraft ziehen. Zu der Ganzheitlichkeit gehört auch, gerade wenn man im Burnout ist und fühlt sich schlecht und fühlt sich wertlos, weil man gemobbt wird zum Beispiel, wenn man barfuß läuft, dann man probiert neue Dinge aus und innere Vorstellungen, die man so hatte, da lässt man ganz viel von los. Das sind so innere Bilder und Vorstellungen, die einen auch blockieren können. Und dadurch, dass man Neues ausprobiert beim Barfußlaufen, wird man einfach selbstbewusster. Man lernt die eigenen Füße kennen, also es macht wirklich eine ganze Menge Spaß, wenn man mit den Füßen mal über verschiedene Untergründe, verschiedene Boden läuft. Die Temperaturen sind ganz unterschiedlich, je nachdem, ob man gerade über Waldboden, über Asphalt läuft. Und im Regen ist es auch ganz toll zum Beispiel. Wo kommt Burnout überall vor? Im Beruf natürlich. Sehr häufig Über- oder Unterforderung und Mobbing. In der Familie sind häufig Alleinerziehende betroffen, die das alles irgendwie gebacken kriegen müssen mit Kindern und Beruf. Leute, die einfach funktionieren müssen, egal was. Und oft betroffen sind auch Leute, die eine schwer kranke oder sterbende Person zu Hause pflegen müssen. Deshalb Barfußlaufen kann den Burnout schon vorbeugen, dadurch, dass man sehr viel Gelassenheit und Ruhe daraus ziehen kann. Im Burnout habe ich selber erlebt, ich hatte Burnout durch Mobbing und ich habe wirklich erlebt, dass man mit Barfußlaufen ganz viel machen kann. Ja, was könnt ihr tun, wenn ihr noch nie barfuß gelaufen seid? Erstmal einfach so oft wie möglich die Schuhe ausziehen. Macht das zu Hause, lauft zu Hause barfuß. Bei euch im Garten oder im Stadtpark. Und dann fängt man langsam an, in der Stadt rumzulaufen. Und man kann sehr viel im Büro machen. Also auch die Leute, die im Büro Anzüge tragen müssen. Man kann ja erstaunlich viel, sage ich gleich noch, kann man viel machen. Da schaltet sich jetzt natürlich der Verstand ein. Wie, barfuß laufen? Tut doch weh, oder? Das ist zu hart, es ist zu kalt, es ist zu heiß, es ist zu gefährlich. Also es gibt sehr viele Argumente, die der Verstand dann rauspustet, wird man da nicht krank? Und ganz wichtig, erstaunlicherweise, wie sieht es denn aus, wenn ich barfuß laufe? Geht oder nicht? Was sagen die Leute? Also es tut nicht weh, kann ich sagen. Die Füße sind am Anfang natürlich empfindlich, weil die Lederhaut unter den Füßen, die ist noch dünn, sie sind es nicht gewöhnt. Außerdem hat man immer Flipflops in der Tasche oder Sandalen, das ist sehr sinnvoll. Es geht ja nicht darum, dogmatisch zu sein. Der Asphalt ist im Sommer heiß und es ist einfach vernünftig, auch einen kleinen Schutz für die Füße dabei zu haben. Man wird gesünder, wie ich eben schon sagte, das Immunsystem entwickelt sich, die Fußmuskeln entwickeln sich und die Wirbelsäule.
Ruhe und Gelassenheit ist das, was man aus dem Barfußlaufen ziehen kann. Es ist wirklich ein grandioser Effekt. Man denkt es nicht, man kann es sich nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Es ist einfach klasse. Anfangen mit kleinen Strecken. Man geht einfach mal raus in den Garten. Man geht mal barfuß zum Bäcker. Samstags morgens, sonntags morgens. Oder mit dem Hund raus. Ausnahmsweise mal barfuß und nicht mit Schuhen. Und bei Regen. Bei Regen barfuß laufen ist richtig toll. Versucht es mal bei verschiedenen Untergründen. Es macht wirklich Spaß. Und dann kann man sich trauen, mal zum Einkaufen in die Fußgängerzone zu gehen. Was auch sehr viel Spaß macht, ist Rolltreppe fahren barfuß. Sehr cool. Bahn und Bus fahren ist sehr ungewohnt am Anfang, aber es wird nachher sehr normal. Fahrradfahren, da braucht man glatte Pedale, sonst tut es weh. Was kann man im Büro machen? Man kann Igelball haben, der fällt nicht auf, den kann man auch in der Schreibtischschublade haben. Einfach Schuhe aus und mit dem Igelball rollen. Ihr massiert damit eure Fußreflexzonen und damit massiert ihr die inneren Organe, den Darm, das Herz, die Leber. Ganz wichtig. Anfängerfüße kribbeln nach kurzer Zeit beim Barfußlaufen ganz enorm. Man hält es kaum noch aus. 72.000 Nerven enden in unserem Fußsohlen. Die feiern Party, wenn ihr barfuß lauft. Und ihr werdet am nächsten Morgen merken, es gibt Muskelkater in den Füßen. Wo besser nicht barfuß laufen? Im Sommer müsst ihr aufpassen mit heißem Asphalt und Gullideckel. Gullideckel können sehr trügerisch sein, da muss man aufpassen. Die können sehr heiß werden. Volksfeste, logisch, Menschenmengen, Fußtreten, Scherben. Bei Bahnhöfen sollte man sich vorher gut umgucken. Scherben und Spritzen können eine Gefahr sein. Ah ja, ist Ihnen das nicht zu kalt? Ihr geht bei 28 Grad, bei strahlendem Himmel, bei knallender Sonne, schwitzend durch die Stadt barfuß. Und ich sage euch, die häufigste Reaktion ist, es Ihnen das nicht zu kalt. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe, Barfußkurse zu geben, weil ich an dieser Frage gemerkt habe, die Leute haben gar keinen Bezug mehr zu ihren Füßen. Die können sich das nicht mehr vorstellen. Und was viele denken, sich aber nicht zu fragen trauen, habe ich einen Knall, dass ich sowas mache, dass ich eine Barfußschule aufmache. Vielleicht habe ich einen Knall. Ich biete im September 2 Anfänger-Barfuß-Wanderungen an auf dem Mittelalterpfad in Herrstein. Also wenn ihr wissen wollt, ob ich einen Knall habe, bucht einen Kurs, geht mit mir wandern und findet es raus. Danke.